Es begab sich, dass eines Abends ein Reiter aus den benachbarten Niederlanden in einem Gasthof bei Niederkruschten abstieg. Willkommen in meinem Hause, grüßte der Wirt und geleitete den Fremden in die behagliche Stube, während ein Knecht das Pferd am Zügel in den Stall führte, um es zu pflegen und füttern. Der Gast langte heißhungrig zu, als ihm Fleisch und Brot und Bier auf den Tisch gestellt wurden. Und da ihn der weite Ritt angestrengt hatte, zog er sich nach beendeter Mahlzeit auf sein Zimmer zurück, wo er sich todmüde auf das frisch gemachte weiche Bett warf. Oh, dachte er beim Einschlafen. Bei dieser Bewirtung und Aufwartung könnte ich es schon ein paar Jährchen aushalten. Nun, er mochte knapp eine Stunde geschlafen haben, als er durch Lärm und Schreie aufschreckte, die aus dem darunterliegenden Saal bis in seine Kammer drangen. Brummig wälzte er sich auf die andere Seite, konnte aber keine Ruhe finden. Das Lachen und Brüllen der zechenden Bauern schwoll immer lauter an. Nach den hitzigen Wortgefechten schien es, als lägen sie sich in den Haaren. Verärgert packte der Reiter seinen Stiefel und bumste damit auf den Boden. Ein Augenblick herrschte Ruhe. Und man hörte nur die beschwichtigende Stimme des Wirts. Aber da lallte plötzlich einer. Alte Schlafmütze! Und die anderen fielen brüllend vor Lachen ein. Na, wartet, euch werde ich zeigen, dachte der Reiter, sprang auf und lud seine Pistole. Er war jedoch die krachende Treppe erst halb hinabgestiegen, als er sich es anders überlegte und die Waffe in der Hosentasche verbarg. Die Bauern hatten ihn kommen hören und grinsten spöttisch. Herr Wirt, rief der Niederländer. Zu Diensten, mein Herr, antwortete dieser kleinlaut und buckelte sich hinter der Theke nach vorn. Vergesst nicht, mich morgen früh mit dem ersten Hahnenschrei zu wecken. Ich habe nämlich, fuhr er flüsternd fort, jedoch noch so laut, dass alle es hören konnten, gestern Abend auf der Strecke fast 500 Gulden verloren. Ich muss noch vor Morgengrauen ein Stück zurückreiten, bevor jemand des Weges kommt. Der Wirt nickte stumm. Und der Fremde wandte sich gähnend seinem Zimmer zu, wo er sich verschmitzt lächelnd wieder ins Bett legte. In der Gaststube herrschte Grabesstille. Die Bauern tuschelten kurz miteinander, dann standen sie auf und schlichen sich von dannen in Richtung auf die holländische Grenze, von wo der fremde Reiter gekommen war. Der pfiffige Niederländer aber schnarchte selbst dann noch, als die Sonne bereits durchs Fenster blinzelte, ohne dass er sich durch das Pochen des Wirts an der Tür hatte stören lassen.